Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir verfolgen immer noch das Ziel, 100% bei Harry Potter zu schaffen. Harry Potter, sage ich schon, bei Hogwarts Legacy, Entschuldigung. Und wir müssen mal gucken, wobei wir jetzt mal anfangen können bei den Herausforderungen, ist, glaube ich, beim Kampf. Und wenn wir zurück zum Kampf gehen, haben wir eigentlich alles erreicht hier. Man sieht, man kann alles. Es fehlen uns aber noch diese Duellleistung. Entschuldigung. Bei den Duellleistungen gibt es noch drei Sachen, die wir nicht freigeschaltet haben. Das heißt, wir müssen hier 20 Duellleistungen abschließen. Und das können wir, glaube ich, machen, indem wir einfach mal viele Menschen suchen und versuchen da komische Duellattraktionen zu machen. Also gucken, ob wir hier ein paar Leute finden. Meistens sind wir nämlich in Burgen oder wo die ganz viele auf einmal sind, ne? Hier zum Beispiel. Wir haben mal in den Minen geschuftet. Da, fang und werf eine zuvor entrissene Waffe, okay. Protego, gewöhn dich nicht daran. Du bist aber nicht mit Leib und Seele dabei. Kann man, also warte mal, ich muss sie entreißen. Dann muss ich... Halt doch mal still. Komm, trink. Mal das war dumm. Ich werde dich. Da. Gut, die Duellleistung haben wir locker geschafft. Dann müssen wir die nächsten finden. Wo wir die nächsten Leute finden. Ich gucke auf der Karte, das ist wahrscheinlich einfacher, irgendwo hinzukommen. So, wo einfach viele Leute sind. Wir können auf jeden Fall den Astronomieturm schon mal mitnehmen. Dann können wir da auf jeden Fall was finden. Ach, hier waren wir hier schon? Haben wir schon? Das haben wir schon gemacht, okay. Den Kampfaltar. So. Ja, schade, dass es nicht mehr so viele Quests gibt. Aber hier, guck mal, die können wir auf jeden Fall machen, die Astronomie-Sachen. Kann ich hier rüberfliegen? Das wäre cool. Ja, kann ich. Gut, weil die ganzen Altare, die fehlen uns ja auch noch. Das sind ja auch Sachen, die wir abschließen können. Das machen wir jetzt einmal. Und dann besiegen wir hier ein paar Gegner wieder. Hier zum Beispiel. Hier ist einer der alten. Kann ich auch benutzen, weil es ist Nacht. Kurz überlegen. Ah, warte, ich drehe mal hier so rum. Oh, der Centaur, auch nicht schlecht. Gut. So, müssen wir noch ein paar finden, aber mal auf die Karte gucken. Gut, wir gehen jetzt mal runter kämpfen eine Runde. Ist ja einige, mal gucken, was wir da machen können. Was in Merlin? Hey, was denkst du, was du da treibst? Tritt in den Wald auch mit Stupor, okay. Oh, das war dumm. Ah! Nicht bereit, was einzustecken. Arresto, wo bist du? Und ja, irgendwas anderes? Levioso! Feigling! Kämpfe mit Fähren mit dem! Protein! Mach! Die ist platt! Nein! Ah, das war ein Bild, das war die Läuferin hätte ich treffen sollen. Genau, ihn weg. Die Läuferin hätte ich treffen sollen. Triff eine Waldläufer mit Stupor, okay. War natürlich ein bisschen blöd jetzt, dass ich sie anders platt gemacht habe. Aber wir finden noch mehr von denen, ne? Was ist denn hier drüben zum Beispiel? Gibt es hier ein paar Leute? Ah, hier unten. Klau den Armbrust an der Waldläufers. Der Schüler da hat Oaks freigelassen. Expelliarmus. Alle sind dumm. Run, Rambo. Ah, das war verkehrt. Oh nein, nein, ich will nicht töten. Ich muss ja dieses Ding haben von dir. Bam. Gut. Okay.
Gut, gut. So, ich gucke auf der Karte, ob wir noch unser Astronomie-Ding finden, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Gibt es bestimmt noch einen, dann fliegen wir dahin. Und unterwegs machen wir halt diese Duellier-Sachen. Gibt hier halt echt viel noch zu entdecken eigentlich. Aber man will ja erstmal das andere weg haben. Und danach holen wir noch die alte Magie. Das können wir auch noch mal machen. Aber ich habe hier noch, ich habe da noch viel mehr von diesen Astronomietürmen gesehen. Wo habe ich die alle gesehen? Warte mal. Doch, die habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Da ist einer zumindest. Den nehmen wir. Fliegen da kurz hin. Schauen wir doch mal, ob wir das auch noch mal hinbekommen. Sie zu sehen. Hallo. Oben ist er. Sogar noch Nacht, das passt doch ganz gut. Und da unten können wir ein paar Duellierleistungen machen. Amit war bestimmt machen. Schon mal hier. So. So, Pendeluhr. Das sieht auch verdammt noch wie eine Pendeluhr aus. So, okay. Dann machen wir unten mal ein paar Sachen. Da müssen wir ein paar. Den haben wir schon. Was mache ich hier? Dieser Machtdienst ist sinnlos. Eindringling! Fang und wirf eine entrassene Waffe. Okay, warte. Expelliarmus! Protego! Warte. Wer wird an den Tod rächen? Fang und wirf einen zuvor. Expelliarmus! Ja, das war doch gut. Oh. Das hackt. Okay. So, hier sind auch noch welche. Vielleicht können wir mit denen was machen. Oh, nee. Das sind keine Duellierleistungen. Das fliegen wir hier weg. Mit dem müssen wir auch keine mehr killen. Wäre Quatsch. So, wir gucken mal, ob wir einen Astronomieturm noch finden hier. Den haben wir jetzt, den Astronomieturm. Dann fliegen wir weiter hier. So. Müssen doch eigentlich alle angezeigt werden hier, oder wenn nicht verkehrt. Ja. Da ist noch einer. Den nehmen wir. Gehen wir dahin. Achso, ich bin noch im Dings. Okay, muss ich kurz wegfliegen. Ah, jetzt. Bam. Mein Gott. Ich würde mir fragen, ob es jemanden gibt, der hier so einen Speedrun gemacht hat, weißt du? Das wäre doch auch mal witzig zu wissen. Also schon. So. Okay. Der Skorpion. Dieses Ding. So, 5 von 5 haben wir da jetzt auch. Herausforderung schon Pinder Astronomie. Guck mal ganz kurz bei den Herausforderungen. Vielleicht wie viele von diesen Türmen, von diesen Dingern gibt es da noch? Erkundung, das muss ja hierbei sein, ne? Also, was ist. Alte Energie müssen wir noch sammeln. Bringen ja 15 Ballons, das schaffen wir auch noch. Landeplattform, da müssen wir noch ein paar finden. Betrachtet Sternbilder, okay. Hier gibt es nochmal 5 Sternbilder, die werden wir noch finden. Und hier gibt es Löse ein Geheimnis von Hogwarts. Okay, die Geheimnisse haben wir schon eins gelöst, und zwar das Ding auf dem. Ja, da kriegen wir auch noch hin. Okay, dann lass mal gucken. Kann ich jetzt noch mehr von den Astronomie-Dingern finden hier? Oder tauchen die jetzt automatisch auf? Oder sind die. Muss ich die jetzt entdecken, weil. Erstmal waren die ja alle zu sehen, aber jetzt ja nicht mehr. Jetzt haben wir die Karte von Hogsmeade. Ist da noch so ein Ding bei? Nee. Hogwarts?
Auch nicht. Da gibt es immer einen Astronomie-Altar noch. Da seht ihr das? Steht ja da. Haben wir einen nicht entdeckt. Aber wo ist der denn? Wo kann der denn sein? Da nicht? Da auch nicht. Da können wir noch diese Nebenquests machen, die können wir noch bald machen. Da auch nicht. Da ist noch eine Quest. Bootshaus. Kann ich jetzt noch nicht machen, warte mal. Da ist auch kein Altar. Da auch nicht. Hm. Aber mich würden die Quests natürlich interessieren. Hier, die holen wir uns auch noch. Sollen wir uns die jetzt holen? Wir holen sie jetzt ab, die Quests. Pass mal auf. Gehen wir Hogwarts. Und dann war das ja hier das Bootshaus, ne? Können wir da irgendwie raus, wenn wir zum Bootshaus kommen? Den Flugpunkt da unten habe ich noch gar nicht, den Wegpunkt. Den setzen wir mal fest, aber wir flattern dahin. Lass uns mal gucken. Also, ist ja cool, wenn wir noch eine Quest machen können. Uns fehlen ja noch einige Quests. Und, ja. So, jetzt sagt man den richtigen Weg. Fliegen kann ich hier? Klar, okay. Nebenbei war ich hier unten im Bootshaus anscheinend noch gar nicht. Kann das sein? Warten wir mal. Und jetzt? Ach, da steht jemand, okay. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch. Denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Also ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Oh, danke, danke, danke. Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Okay. Was du alles sehen wirst! Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Okay. Bombarda! Confringo! Oh, warte mal. Müssen wir hier... Da nicht, da? Mal hier kurz. Lu, so. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Auf jeden Fall. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Confringo! Expelliarmus Lumos! Na los, komm. Okay, letzte werden wir auch noch gleich finden. Kann ich so versteckt sein hier. Dort. Ziemlich simpel, ne?
ziemlich simples Rätsel, finde ich. Und was haben wir hier? Nerida wird sich darüber freuen. Nerisches Artefakt. Das ist natürlich geil, direkt aus dem. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Schön, dass wir gesunde diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank! Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Ich muss das unbedingt untersuchen. Ich war hier überhaupt im Bootshaus schon mal? Ich glaube nicht. Confrito! Rivelio! Irgendwas klingelt hier schon wieder. Gut. Rivelio. Gekreuzte Stäbe war ein Riesenspaß, oder? Hoch. Wie hoch? Ah. Was ist da drüben denn? Truhe. Ich glaube, die Inseln hier rundherum besuchen irgendwie. Nichts besonders drauf ist. Kurz mal gucken. Rivelio. Confrinto! Levioso! Vingadium Levioso! Accio! Okay. Rivelio. Gut, dann sollen wir ganz kurz gucken. Hogwarts hier, Hogwarts da. Da war noch eine Quest. Können wir auch nochmal machen. Das ist eigentlich nur das Spiel, ne? Aber das können wir ja mal machen. Vielleicht können wir da gewinnen. Und dann ist es auch vorbei. Oh, was würde ich nicht. Hallo, Samantha. Das bin. Freut mich zu hören. Ich muss dich. Fangen wir an? Ja, es kann losgehen. Ich hab's kurz weggedrückt, weil wir wissen ja, was die schnacken, ne? So. Wir fangen an. Samantha, okay. Okay, da sind so komische Dinger jetzt auf dem drauf, wie man sieht. Ich weiß, danke. Oh, jetzt rollt sie meine schon weg. Obwohl. Ja.
komm, schon ein Stückchen noch. Die 50? Ich glaube schon, ja. Oh, gut. Das kann ich kaum besser machen. Na, wer weiß. Gucken wir mal. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich muss eigentlich gar nicht viel machen jetzt, um zu gewinnen, oder? Soll ich eine große. Warum soll ich was riskieren? Ganz ehrlich, das reicht ja. Tja, das war's dann wohl. Ich denke auch. Du hast sauber verloren. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natty dachte ich, ich könnte dich schlagen. Sag das nicht, Samantha. Du spielst wirklich gut. Das ist wirklich sehr nett von dir. Sagen wir einfach, wenn ich gut bin, bist du besser. Ich weiß zufällig, gegen wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Viel Glück. Na, dann kommt die nächste Tante hier. Soll ich nicht jetzt... Aber ich glaube, wir hatten noch eine Quest hier gesehen, oder? Ich bin mir noch eine Quest irgendwie drin. Ich habe noch irgendwas gesehen hier, nicht verkehrt. Ne? Auch nicht. Auch nicht. Ich hab doch irgendwo noch. Also, bevor ich noch irgendwo eine Quest im Kopf hatte. Ja, das ist mal hier die Sachen da finden, die Flügel, die Handbuchseiten noch, schon hier sind. Ach, das war Quatsch jetzt, hier zu eiern. Dumm von mir. Da, ja, das ist die Akte. Lass uns das nächste Duell machen. Wenn sie jetzt gerade da ist, perfekt. Gucken, ob wir das hinkriegen. So. Es sind sogar noch ein paar Hügel hier dazugekommen, sehe ich gerade. Also so Chancen. Da. Hallo, Grace. Was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Fangen wir an. Ich bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Oh Gott, bin mal gespannt. Die ach, wenn die da oben bleiben, kriegt man 100. Krass. Ah, rollt runter, okay. Okay, bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Das hast du nicht gesehen. Ich steht gerade mir schon weg. So. Akio. Na. Ah. Naja. 30 Punkte ist auch okay. Beeindruckend. Reicht ja vielleicht zum. Obwohl, wenn der einen da oben stehen lässt, ist das natürlich scheiße. Ah, rollt sie mal auf die 50 noch? Nee. Ha, so wird das gemacht. Sei mal nicht so übermütig, kleines Mädel. Denn ich habe noch diesen Ass im M. So wäre das gemacht, junges Fräulein. Treffer. Obwohl, jetzt haut sie den bestimmt ihren runter, retten. Aber nee, macht sie nicht. Sie spielt fair, das ist doch gut. So, muss ich wieder nichts Großartiges reißen hier. Denn... Aber ich kann ja machen, was ich will. Ist ja so oder so habe ich schon gewonnen. Okay, das war dumm. Das war zu toll. Wollte ich auch gar nicht. Egal, sie hat dann jetzt Punkte bekommt oder nicht. Offenbar bin ich besiegt. Offenbar bist du das. Gut gemacht. Tauchen, Akio-Duelle. Es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Das stimmt wohl. Aber du hast gut gespielt, Grace. Ja, ich war recht gut, nicht wahr? Nur eine Schülerin hat mich je geschlagen. Sie ist sehr gut, aber wenn du so spielst wie gegen mich, hast du vielleicht eine Chance. Vielleicht. Guck mal. So, jetzt holen wir noch einmal ganz kurz hier die. Wir kurz hier rein. Gucken,
gucken, wo wir alles um uns, wie viel uns noch hier fehlen. Also, hier gibt es 25 Karten noch hier. Wie gehen wir da rein? Also, wir fliegen da mal hin. Wir müssen einmal gucken, dass wir die ganzen Seiten auch nochmal finden. Die müssen wir alle mal raussuchen. Würde ich auch ganz gerne alle haben nochmal. Los geht's. Revelio. Hier drin noch was finden. Links anscheinend nichts. Können wir da nochmal reingehen? Vielleicht? In das Hüttchen? Ich glaube, hier habe ich alles gefunden. Revelio. Probe vom Nippler. Hier waren wir schon drin, hier war alles rausgeholt. Okay, da müssen wir vielleicht drinnen gucken. Kurz auf die Karte gehen. Jetzt drehen hier. Ja, wir müssen alles durchgehen. Wir müssen wahrscheinlich alles durchgehen einmal. Alles mal durchmarschieren, durcharbeiten. So die ganzen Seiten noch finden. Das ist natürlich viel Arbeit. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie Revelio. Kann ich mir schon vorstellen. Das wird mich noch nicht. Können wir da ein Feuer anmachen und dann passiert da was? Confringo! Nee. Revelio. Nebenan, da müssen wir kurz gucken gehen. Confringo! Revelio! Mist, ey. Akio. Ach, was war das mal hier? Nee. Warte. Noch mal reingehen? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gemacht haben da drin. Gucken wir mal. Depulso-Rätselraum 2. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Machen wir dann mal. Okay. Wo soll ich denn hin überhaupt? Der Ausgang. Muss auch runter, wo der Ausgang ist. Ach hier.
Da ist noch einer. Okay. Was ist denn das? Das geht nicht, weil da unten was drin ist, ne? Ah, okay. Ah, warte mal. Nee, warte mal. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich das Ding hier heranschieben können, ohne dass es passiert. Aktiv. So, es muss irgendwie anders laufen. Warte mal. Ach hier. Jetzt können wir noch da raufklettern fast, ne? Aber... Aber ich komme da ja nicht so hoch von der Seite hier, oder? Ach, warte mal, ich hab ein D. Wartet mal, wartet mal. Ich ruhe erstmal öffnen hier. Neapel-Streifelschaden. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Muss ich da rüberkommen? Ach, hat er alles wieder zurückgestellt auf Anfang? Okay. Könnte aber hier auch runtergehen? Wo komme ich da hin? Ah, okay. Das geht nicht. So, warte mal, jetzt muss ich da rüberkommen. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Akio. Das wäre dumm. Also, wir müssen... Akio. Thank you.
Akir! Hm. Nicht so die Wucht, wie man es machen soll, glaube ich. Akir! Nein! Okay. Da war noch einer da unten drin, sehe ich gerade. Akir! Warum ist der jetzt da gewesen? Weiß man auch nicht, ne? Ach, warte mal, ich hab eine Idee. Jetzt haben wir den da dran. Müssen wir doch hier noch einen reinbekommen, warte mal. Ich muss jetzt irgendwie hochkommen, um da. Das wie? Ich bin jetzt einmal runtergeknallt hier. Wo, ich kann da hinten hoch, ne? Warte mal. Test mal. Wir testen mal, ob das nicht geht jetzt. Oh, da kommen wir nicht rüber. Das ist das Problem. Ach hier! Dann kommen wir, obwohl doch, das müsste gehen, dann müssten wir aber. Okay, nochmal. Verstehe ich nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Da nicht wieder raufspringen? Doch, kann ich doch, ne? Das war ja dumm. Habe ich hier übersehen? Plus was? Mal gucken. Also ich habe es nochmal neu. Ich muss es nochmal neu machen. Also habe ich nochmal zurücksetzen alles? So. Also wir holen den mal ran. Hier. Der ist auch neu hier, ne? Wir den zurückschießen. Genau. Dann können wir. Na, wir kommen aber immer noch nicht ganz da hoch, ne? Rüber. Das Ding holen wir uns auch mal ran.
Akio. Okay. Aber warte mal, wenn man jetzt das Stück darüber schießt. War grad dumm. Okay, das war dumm von mir. Anscheinend. Müssen wir es so nochmal machen. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Warte mal, ich habe eine Idee. So, und euch schicken wir zurück nochmal. Ach man, ich stand schon wieder im Weg. Das gibt's doch gar nicht. Gut, das war dumm. Nochmal. Ach hier. Wir müssen uns ein bisschen in die Seite stellen, dann sind wir gleich wieder tot. So, und dann? Ja, ihr denkt euch, was hat er denn vor? Ja, ich habe irgendwie, habe ich mir gedacht, wenn der nämlich da drüben ist, obwohl, da können wir doch so eine große Brücke da bauen, wenn nicht jetzt verkehrt. Oh, ach komm schon, ich konnte doch da rüber springen, oder nicht? Muss ich das alles normal machen jetzt? Nee, tatsächlich nicht, okay. Gut, aber dann könnte man das Stück da nicht rüberholen? Ach hier. Und das hier rüber? Und das da rüber? Jetzt kommen wir da, kommen wir nicht hoch, ne? Obwohl, warte mal, können wir den? Den jetzt da nochmal ran. Haben wir hier so ein. Na, jetzt haben wir das richtig beschissen gebaut. Na gut. Wenn der Röhre. Warte mal. Okay. Jetzt könnten wir doch da. Der muss noch weiter hier rüber. Warte mal. Kann man den noch weiter rüberziehen hier? Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. Hoch. Können wir hier hoch? Oh, wir können hier hoch. Können wir da rüber springen? Klar, und jetzt können wir auf jeden Fall darüber, ne? Das müsste eigentlich klingen. Ja, perfekt. Super. Oh, jetzt bin ich gespannt. Neues Glück. Okay, das sieht wirklich ein bisschen kompliziert aus. Da oben wieder eine Truhe irgendwo, da ist der Ausgang. Da ist wahrscheinlich eine Truhe, dass wir runterhüpfen gucken. Zwei Wege? Ist auch ein Weg? Tatsächlich. Weil wir sollen da hin, glaube ich. Warte mal. Ach hier. Oh, was? Nicht so viel gebracht, ne? Kommen wir den da weiter raus? Kann man den hier auch herziehen? Ach hier. Nein. Kann ich ihn wegschießen? Ja, hängt jetzt fest da, ne? Können wir mit denen weiter rüberkommen noch? Hier ist auch noch einer, warte mal. Sinn, was ich hier vorhabe? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wer kann ich da rüber? Ach hier. Ach Mano, wie machen wir das denn? Hier oben hin? Ich glaube, ich habe ihn irgendwie verwurschtelt gerade. Oh nein, da falle ich runter, okay. Gut, wie könnte man das machen? Warte mal kurz.
Habe ich hier irgendwo... Okay. Ich resette den Raum nochmal. Habe ich schon, ne? Okay, also, es gibt auf jeden Fall da oben, weiß ich nicht, es gibt ja hier ein paar Wege, ne? Also ich weiß nicht, welchen Weg man da gehen soll. Geht man da oben längs oder hinten längs, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich muss zugeben, ich habe wirklich keine Ahnung. Mal ran sehen hier. Okay. Ach, warte mal. Was kommt hier? Was ist das für einer? Okay. Kann man den mit den da drüben verbinden? Nein, der geht da ganz hinten hin. Aber das ist ja schon gut, dann können wir auf jeden Fall da schon mal hin, oder nicht? Bin ich jetzt verkehrt? Kann ich da längs? Können wir da hochhüpfen? Ne, das können wir nicht. Das passt nicht. Das passt gar nicht. Können wir den heranziehen hier? Ach hier! Okay, es macht aber auch nicht so viel Sinn, was ich gerade gemacht habe, oder? Hm. Wie soll ich an den rankommen da? Wie soll ich denn an den rankommen? Alter. Also bin jetzt hier? Da komme ich aber nicht rüber. Kann ich da rüberspringen? Ne, das schaffe ich jetzt nicht so weiter. Du weiter Sprung. Aber kann ich mit denen da rüberkommen? Ach hier. Aha, das geht. Dann können wir wie mal da hochkommen. Ach, das ist ja nur der Truhenweg, okay. Nicht irgendwie der Gegenstand, okay, kann man immer gebrauchen. Und jetzt? Wo ist denn die andere Truhe jetzt? Die andere Truhe ist... Da müssen wir hin. Komme ich aber gar nicht hin. Doch, warte mal. Doch, warte mal, da komme ich hin. Auf. Ach hier. Wir können doch hier. Gucken, ob ich richtig bin. Wir müssen der, muss auf jeden Fall erstmal darüber. Nein, boah. Okay, warte mal. Das klappt, weiß ich nicht. Wir testen es mal. Verbinden sich doch immer alle, oder? Die verbinden sich doch, dann kann man noch den daran setzen. Warte mal. Ah, hab ich mir schon gedacht. Und jetzt den hier ranziehen. Ach hier. Was ist da hinten drin? Ist ja auch dumm. Geht das natürlich nicht. Oh! Ach, warte mal, jetzt vielleicht? Ah, und jetzt darüber? Schön. Das funktioniert doch. Ah, okay, warte mal, jetzt. Und jetzt? Jetzt? Da muss der auch darüber, warte mal. Kann ich den von da? Warte mal. Ach, hier. Von den hier, von hier rüberziehen? Ja, können wir. Guck mal, wie war da hoch? Wir sind nur von da rüber kommen. Warte mal, kann ich springen? Na, guck mal da. Bam, okay. Und dann müssten wir doch hier hochkommen irgendwie. Yes. Jetzt haben wir natürlich da drüber noch eine Kiste. Die haben wir jetzt nicht geholt. Aber das ist mir auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Perfekt. Gut, verlassen wir das mal. Ihr könnt sehen, gar nicht so leicht gewesen. Hallo, Homura. Nacken wir auch nochmal schnell hier.
Super. Revelio. Abgefahren. Aber haben wir geschafft. Ja, aber ich glaube, das sollte es heute gewesen sein. Viele Rätsel, ein paar Quests. Mehr brauchen wir nicht, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.